Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr schaut. Ich bin der Kampf vom Kanal Schwer Gaming und begrüße euch zum zweiten, dritten Kampf in der PBL gegen den guten Lars. Also den SSR Lars oder wie auch immer man ihn nennen will. Hey. Jo, mein Team habt ihr gestern schon gesehen, falls ihr das Team mit geguckt habt. Und ja, sein Team sehen wir da. Also, ich habe ja von Anfang an gesagt, Lati, Schlappohr, Caputoro, Koba sehe ich, Savajone kann mitkommen. Volcan ist hier zu meinem Erstaunen nicht dabei. Beziehungsweise nicht dabei gewesen. Und dann noch Omot. Omot habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber ja. Wenn ihr jetzt irgendwie nicht mitnehmen wollte, kann da sein. Ist jetzt nicht so schlecht, aber jetzt nicht das Beste gegen mich. Ja, ihr seht den Lead, Heatran gegen Savajone. Der ist ziemlich in meinem Favor, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, starten wir rein in den Kampf. Mit der wunderbaren Necrozma-Musik. So, dann kommen, sehen wir hier Heatran. Und bei ihm kommt Savajone. Wie gerade schon angekündigt. Ja, ich habe hier direkt mal mit dem Belly Drum gerechnet am Anfang. Oh ne, ich habe mit den Webs gerechnet. Bin in die Tiffy Rocks gegangen. Um hier auch schon mal meinen Ersatz rauszuhaben. Und er geht aufs Klebenetz. Ja, ich habe ja keine Lichtkanone, also das Beste, was ich tun kann, ist ein Flammenwurf. Um den kleinen Kuchen nochmal ein bisschen zu backen. Und ja, das killt hier nicht. Also bringt ja auch nicht runter auf den Sash, den er hat. Wie er mir im Nachhinein gesagt hat. Und das ist halt ein bisschen den Raub. Weil er mir wahrscheinlich noch meinen Atem wegnehmen, was ich da noch hatte. In der Hand und so. Aber ich habe ihn nicht auf den Sash gedrückt, heißt von dem her passt alles. So, dann kommt er hier mit seinem Schlapper rein. Ich gehe einfach auf den Flammenwurf, weil ich habe meine Antikampfbeere. Ich tank das. 100%. Ich habe auch meine gekalkten AJK tank ich zu 100%. Also dachte ich mir, okay, ich gehe jetzt auf den Flammenwurf. Da mache ich nur mal guten Schaden. Und er kann mich nicht killen. Den Flammenwurf. Und der macht echt guten Schaden. Das war mehr als die Hälfte. Jetzt sind wir die Fußkick. Ja, an die Kampfbeere. Aber Heatran wiegt schon was und deswegen ist es hier noch weg. Aber Heatran hat seinen ersten Kill gerade gemacht gegen Sabayone, was ziemlich crazy ist. So, dann haben wir hier jetzt Zigarde. Ich wollte hier einfach den Schlapper finishen. Aktuelles Problem ist auch ein bisschen das Klebenetz, weil dadurch Zigarde seine Gefährlichkeit nicht komplett ausleben kann. Er geht direkt in Bulu raus. Ich wollte aber nichts risken. Ich habe den Switch-Out zwar prediktet, aber falls er drin bleibt und eine HJK drückt, in der Sinne Frustration, verliere ich halt direkt meine Win Condition. Und das wollte ich nicht. Also tue ich einfach auf den E-Speed und ja. Wir sehen hier Lefties bei Bulu. Heißt, es wird ja kein offensives sein. Hier direkt mal raus in meinen Bisa. Habe ich ja definitiv gesehen, das kann man hier gut reinholen. Geht auf Naturzorn. Macht mir halt die Hälfte. Aber ja, ich habe Synthese. Hier sehe ich Grasfeld, der kann mich nicht killen. Aber ich habe auch nochmal gekalkt. Ein Sandbutt ohne Life-Up killt mich bei Fistef. Also, ja. Ich bin ja noch komplett auf der sicheren Seite in dem Match. Auch wenn wir beide schon mal verloren haben. Ich habe das Match gerade bisher noch ziemlich in meinem Favor. Ey, Lati. Ich hiebe mich erstmal hoch, war ja recht klar, glaube ich. Sonst, weil sonst hätte ich den Satzbomb rechnen müssen. Ich glaube, da holen kein Lati rein. Hier leckt gerade die Aufnahme ein bisschen. Bei der Mega-Entwicklung auf jeden Fall bei mir. Falls man es gerade gehört hat, sorry, ich habe gerade noch Steam offen. Es tut mir auch was leid. Lass mal kurz schließen. Jeden Fall, gehe ich hier direkt wieder raus. Und zwar in mein Palimpalim, das ich ja extra habe, um hier Monster zu fangen. Mir fällt auf, ich habe den ziemlich Sound nicht mehr gehört, weil ich über Outer City aufnehme und nicht über OBS. Hey. Ja, noch ein Psychoschock. Den tank ich halt auch. Wir sehen schon, das ist auf jeden Fall kein Specs Damage. Der will deutlich mehr machen.
Und durch Auflockern kann ich hier die Sachen entfernen, die auf dem Boden rumliegen. Da leider auch meine Rocks, aber ja. Aber ich dachte weiterhin, dass der. Ich dachte ja, dass er wahrscheinlich trotzdem gechoiced ist, weil er tut sonst nicht zweimal Psyshock gegen Palim Palim. Aber er hat wahrscheinlich irgendwie mit dem Switchout gerechnet oder so, irgendwas in die Richtung. Vielleicht ein Q oder so. Weil er dann wahrscheinlich gerade, oder, naja, was wird denn, was will ich denn in Draco rein? Weil ich, jetzt gehe ich in Q, wollte einen Scarf hier antäuschen. Ja, aber der hat dafür auch Power, weil ich diesen Switchout direkt gerochen habe. Er muss hier eigentlich in Koba gehen in dem Moment. Da ist Suki die Erdkräfte. Und macht ihm richtig guten Schaden. Jetzt geht er hier auf den SD. Ich habe ja mit dem Close Comment gerechnet. Ich hätte ihn getankt, aber er hat mir danach gesagt, er wusste schon, dass ich nicht gescarft bin. Ich habe ja eigentlich gedacht, der geht jetzt raus, weil ich nicht gescarft bin. Er hat schon gedacht, dass ich jetzt nicht gescarft bin, weil es zu wenig Schaden dafür gemacht hat. Er ist auf den SD gegangen, falls ich in Bisa rausgehe, damit er mit einem Z-Zen-Hit-Bad Bisa killen kann. Das hätte ziemlich böse werden können. Aber ich habe hier mit Kyurem das Ding direkt rausgenommen. Was ziemlich geil ist. Und jetzt schau mal. Das ist E-Belt Lati. E-Belt. Das sind zwei. Oh nee, Soldu hat er gesagt. Soldu war's. Und Q tankt das wie ein Gott. Und drückt den Eisstrahl gegen Lati. Und das Ding droppt einfach fast. Kyurem ist ein Gott. Heilige Scheiße, ist das Ding geil. So. Dann kommt der nächste Draco. Ich habe gekalkt. Die Roll war in meinem Favor und 1%. Ein fucking Prozent. Jo, Eisstrahl und wir haben den Lati auch noch weg. Damit hätte jetzt auch Bisa freie Bahn, weil jetzt bei ihm noch Omod, Budo und Schlappau rumlaufen. Aber jetzt kommt er mit Schlappau rein. Ich sage mir jetzt einfach so, okay. Dann werfe ich jetzt Kyurem ab, hat einen guten Job gemacht, aber ich will gerade nichts um ihn rein switchen. Auf die Frustration und damit ist Kyurem, was hier gerade einen Riesenjob geleistet hat, weg. Dann gehe ich in Zigarde und denke mir, ja, ich kann ihn wieder finishen. Also seine Range hat sich nicht großartig verändert. Ich drücke einfach hier auf den E-Speed. Wenn er rausgeht, ja, kriegt das halt den E-Speed ab. Kommt hier wieder sein Bulu rein. Und ja, durch Turbo-Tempo. Der macht dir guten Schaden, ja. Also ist ganz angenehm, würde ich sagen. Und ihr wisst, ich habe hier die Sludge Wave, die ist hierbei effektiv und killt Full KP Turo. Aber er ist auch ein bisschen bulky invested, deswegen. Ja, reicht die Schlammwoge. Die Schlammwoge killt. Und damit, ja, leben jetzt bei ihm nur noch Schlappohr und Omod. Wovon Schlappohr durch den Turbo-Tempo reckt. Und Omod durch, ja, fast alles hier, was ich noch habe. Ich krieg jetzt hier die 1000 Arrows. War mein stärkster Move in dem Moment. Ich hab gedacht, ich kann ihn direkt killen. Und es killt auch noch fast. Zigarde, absolutes Biest. So, Verhälter rein. Haben wir jetzt bei ihm. War halt seine einzige wirkliche Win-Condition hier, dass ich mich vielleicht irgendwie booste oder sonst was. Oder lasse ich irgendwie einen Mystic machen oder was auch immer. Aber, ja. Ich bin jetzt mit Ultimate trotzdem noch schneller. Ich verstehe trotzdem nicht ganz, warum er da nicht auf den Käfer rumgegangen ist. Vielleicht weil er eh schon wusste, dass das nichts mehr wird, wenn ich dann auch Kribotak in der Hinterhand habe. Und ja, jetzt haben wir hier einen schönen Late-Game-Stream von Zigarde. Und jetzt kommt der Schlappau rein. Schlappau hat keinen Fake-Out, wie wir vielleicht schon gesehen haben. Ich krieg Turbo-Tempo. Und damit fahren wir hier unseren ersten Sieg ein. Und Zigarde hat abgeräumt, wenn man das mal mit der Leistung von Zigarde im ersten Kampf vergleicht. Wo Zigarde quasi nichts gemacht hat. Also, wirklich sehr starke Leistung hier von Zigarde. Ja. Also, ich bin jetzt recht zufrieden. Ich habe jetzt mal meinen ersten Sieg in der Liga komplett fertig, Mann. Jetzt wollte ich jetzt gegen Maxi, gegen die 10 Famous Skyners. Und kriege ich hier noch irgendwie eine Anzeige, wie lange das hier noch dauert? Anscheinend nicht. Aber jetzt, ja, also nächste Woche geht es in die 10 Film Scanners. Dann Teambuilding kriegt ihr so schon 16.30 Uhr, 18 Uhr wahrscheinlich. Und ja, was kann man hier noch großartig sagen?
Heatran hat ähnlichen Kill, Zigala ähnlichen Kill. Ich hab mal wieder einen Mon einfach nicht benutzt. Und ja. Geil. Und damit. Ciao, ciao.